Ja, wenn LAN-Modus an ist, dann läuft natürlich die Zeit weiter in der Zeit. Wollte ich mich gerade hinrennen. Nach hier wollte ich rennen, gell? Ich hoff's. Ja, das sollte die richtige Richtung sein. Oh mein Gott, also irgendwie riecht es hier außerhalb meiner Wohnung, also nicht, ist es ja nicht meine Wohnung, außerhalb der Wohnung riecht es verbrannt. Ich wohne ja noch bei meiner Mutter, wer das nicht weiß und wen das interessiert und wer sich da, keine Ahnung. Was ist jetzt? Ja, das, ja. So. Irgendwie Kürbisse. Das muss doch hier die richtige Richtung sein. Ich glaube das nicht. Das ist doch hundertprozentig die richtige Richtung. Guck mal, hier ist Sand runter. Achso, das war noch so ein kleiner. Ich dachte schon, das sind irgendwie so alte Sandbiome, die von Schnee überdeckt wurden. Hat man ja manchmal gehabt. Wer das kennt, wer die alten Beta-Biome, das habe ich glaube ich mal im Let's Play gezeigt gehabt. Da hatte ich mal so eine Beta-Welt runtergeladen, habt ihr natürlich in der 1.8 dann gespielt und dann hat es ausgerechnet in der schönen alten Beta-Wüste, wie sie damals noch aussah, wo ich ein schönes Sandhaus gebaut habe, da hat es angefangen zu schneien. Ja. Wo zum Teufel bin ich hier? Ich habe auch nichts mehr zu essen. Es kann also nur noch schlimmer werden. Lol, ich habe keine Ahnung, wo ich hier bin. Ich finde es auch mega penetrant, dass die Schneebiome so ewig endlos gehen. Wenn man sowas wie ein Eskimo-Zelt oder sowas hätte oder irgendwie coole Monster, die nur im Schneebiom vorkommen würden, würde ich es verstehen, aber die Schneebiome sind einfach nur mega langweilig. Du hast einfach nur eine riesige weiße Fläche, das war's. Irgendwie finde ich hier auch nichts. Was ist das denn da oben? Seht ihr das? Schwebt da. Schwebt das in der Luft? Ach ne, es ist auf dem Einzelnen drauf. Alter, was geht? Ich komme gerade leicht verarscht vor. So, zweimal Hähnchen für mich. Wird mich auch nicht am Leben erhalten, aber... Ich kann zumindest kurzzeitig wieder sprinten. Ich baue jetzt einfach mal ab aus der einfachen guten alten Zeit, wo man auch Kürbis abgebaut hat. Man kann sich doch theoretisch eigentlich auch... Moment. La 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 la. Huch. Ich nehme mal wieder runter, weil das ist mit der ist zwar lustig, aber mit der eingeschränkten Sicht sieht das mega behindert aus. Lol, riesige Eisflächen und sowas. 3000 Meter haben wir jetzt zurückgelegt ungefähr. 5500 müssten es sein, wenn ich mich richtig erinnere. Ich dachte bloß, dass diese Wasserebene früher kam. Oh, hat es echt zu lang gedauert? Hallo, oh! Uiuiuiuiui. Hier kommen 1000 verschiedene Raps.
Komm schon, gib doch mal Gummi, Junge. Kann ich echt nichts essen hier? Oh, ist das penetrant. Penetrant. So eine Horde Schweine wäre jetzt genau das Richtige. Ich würde mich als Schweinehorde allerdings auch nicht in so einen Gefilde trauen. Es geht aber nicht vorbei, diese Eisebene. Das ist so nervig langweilig. Ja, ich weiß übrigens, dass wir den Shell immer noch nicht drin haben, aber der ist mir gerade zu blöd, wenn ich hier nachts unterwegs bin. Sehe ich ja gar nichts und ihr erst recht nichts. Und ich kann ja nicht alle 3 Sekunden eine Fackel setzen. Erstens habe ich weder so viel Kohle, noch so viel Fackel, noch so viel Holz, noch so viel Lust und noch so viel Ausdauer. Um das zu bewerkstelligen. Lalilu, nur der Mann im Mond schaut zu, aber... Ach, wisst ihr was, ey, das ist mir jetzt hier. Ah, jetzt geht es die ganze Zeit, oder was? Come on, really? Ja, damit habe ich jetzt einen Endlos-Bug hervorgerufen, dass ich endlos Leben verliere und gleichzeitig wieder etwas dazu bekomme. Ist natürlich super. Genau, das war mein Ziel. Meine Fresse, es muss doch hier irgendwo zu Ende sein. Da geht es einfach mal richtig tief rein. Ich hätte jetzt gern wirklich was zu fressen für mich. Wenn wenigstens das dämliche aufhört. Super, wenn ich jetzt noch ein bisschen was finde, dann kann ich sogar wieder rein. Wenn ich was finde. Super. Schweine, das lasse ich jetzt mal, weil ich habe ja eh jetzt im Peaceful-Modus, da brauche ich die Schweine nicht killen. So, jetzt können wir endlich wieder rennen, jetzt geht es aber wesentlich schneller. What the fuck is this? This is really hard. Yeah, yeah. My English is really perfect, I can 10 words and my grammar is the hardest shit of the world, würde ich mal behaupten. Das Schöne ist im Englischen natürlich, also wenn man als Deutscher Englisch spricht und es nicht kann, dann kriegt man vielleicht die Worte zusammen, aber ich glaube die Grammatik, die dann die meisten von sich geben, ist der reinste Bullshit. Und dadurch, dass sie selber nicht raffen, dass sie den reinsten Bullshit von sich geben, denken sie natürlich auch, sie können gut Englisch. Und das macht so, glaube ich, 90% aller Englischleute aus. So. Gut, 90% ist ein bisschen übertrieben jetzt. Sag mal, 50% der Leute denken, sie können Englisch und arbeiten dabei grammatikalisch den reinsten Bullshit. So. Da ist der Ozean, den ich gemeint habe. Ich habe mich schon gewundert, warum der nicht kam. Da 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 da. Da 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 da. Ich kann ja aber das hier wegmachen. So, dann mehr so und so und so und.
Go, go, go. Tja, dann lassen wir uns jetzt mal entspannt nach vorne treiben. Und genießen die Aussicht auf das blaue Meer. La, li, lu, nur der... Ah, da kann ich jetzt auch wieder. Optionen, Shader. Ja. Die Aussicht ist gerade super geworden. La, li, lu, nur der Mann im Mond schaut zu. Okay. Natürlich gerade erst untergegangen, das wird eine Weile dauern, bis das... Nee, kann ich nicht mehr machen. Das ist... Ich muss jetzt sehen, was ich mache. Das wird sonst gar nichts. Lol. Ist das hier eine neue Region? Come on, really? Das ist neue Region. Ich suche was ganz anderes eigentlich. Hä? Das raff ich jetzt mal gar nicht. Ich suche was vollkommen anderes eigentlich. Lol. So einfach soll es natürlich nicht werden. Jawohl! Namensschilder, oh mein Gott. Trollolol. Dann fliegt das hier weg, das hier weg, das hier weg. Dann fliegt das da weg, das da weg, das da weg, das da weg. Das da weg. Richtig geil. Grafikbug, also so Glitches sind schon echt cool. Das ist die neue, das ist die neue Region, ich raff das nicht. Tut mir leid, Leute, da muss ich jetzt echt mal... Ich will euch das unbedingt zeigen, das kann nicht sein, das muss hier irgendwo sein. Hier ist laut der Map schon so ein Eisstrand. Okay, okay, okay. Dann bin ich definitiv hier lang. An dieses Eisding erinnere ich mich noch. Ich bin definitiv hier lang. Ah, da kam doch keine neue Welt. Da war was anderes. Ich würde sogar sagen, dass genau an dieser Stelle hier was anderes war. Genau hier.
Habe ich so gefailt? Es tut mir echt leid, dass wir gerade fliegen müssen, aber das geht bei mir gerade nicht in den Kopf rein. Und das will ich jetzt auch wissen, was das ist. Oder warum das so ist. Hier auch. Was für seltsame Einbuchtungen das sind. Also hier muss ich auf jeden Fall schon mal gehen. Ihr seht das ja an den Kanten. Also ich muss hier auf jeden Fall gewesen sein, weil sonst gäbe es diese Kanten nicht. Diese Kanten symbolisieren den Unterschied, wo ich lang geflogen bin und was ich gesehen habe. Und dann bin ich hier anscheinend so ein bisschen mehr reingeflogen, weil da sind die Kanten ein bisschen tiefer in der Insel drin. Das symbolisieren